Hallo meine Lieben, heute backe ich Kirschenkuchen. Ich habe hier eine Dose Kirsche. Ich schüttel gleich das ab und lasse das so stehen. Der Saft muss ein bisschen ablaufen. Ich nehme aus der Dose Kirschen. Hier habe ich drin, gleich gucke ich auch gleich, so 350, nein, 680 Gramm. Aber mit Saft, ohne Saft 350 Gramm. Und das stelle ich jetzt zur Seite. Lasse ich so ablaufen, den Saft. Und für den Teig brauche ich 600 Gramm Mehl, 4 Eier, 300 Gramm Zucker, Prise Salz nehme ich, Vanillezucker eine Packung, 8 Gramm, 2 Packungen Backpulver, das sind 50 Gramm jede Packung, 30 Gramm nehme ich. Hier steht auch das. Öl 250 Milliliter und Milch 250 Milliliter. Und ich mache ein bisschen Streusel drauf. Für das nehme ich 100 Gramm Mehl, 100 Gramm, nicht 100 Gramm Mehl, 4 Esslöffel habe ich hier. Und 100 Gramm Butter und ein Vanillezucker nehme ich noch dazu. Das stelle ich auch zuerst mal zur Seite. Gleich mache ich die Streusel und dann machen wir den Teig. Ich habe die Butter ein bisschen weich gemacht, das ist dann leichter, so krümelig machen. So, hier rein kommt gleich Vanillezucker, eine Packung 8 Gramm und ich nehme so ein Esslöffel, ein, zwei Esslöffel, wie viel wollen Sie? Zucker. Ich nehme zwei, dann schmecken Sie süß. Und jetzt das Mehl. Mache ich jetzt die Krümel gleich, die Streusel fertig. Das mache ich gleich mit der Hand. Einfach ein bisschen umgehen so. Das reicht mir für meinen Kuchen. Formen habe ich auch schon vorbereitet. Den Backofen habe ich auch schon angemacht. Auf 180 Grad zum Aufwärmen. Jetzt mache ich die Streusel zuerst mal fertig. Die Streusel sind auch fertig. Ich stelle sie auch ein bisschen zur Seite. Den Teig mache ich in meine Küchenmaschine. Zuerst mal kommen. Der Schüssel ist trocken, sauber. Kann ich auch zeigen Ihnen. Das ist ganz wichtig. Die Schüssel muss ganz sauber sein. Und die Eier zuerst mal kommen rein. Ich nehme so ganz bisschen Salz, so Prise Salz. Das mache ich mit der Hand. Vanillezucker. Ich nehme hier rein gleich. So. Und den Zucker. Und das schlage ich jetzt so schaumig, weiß schaumig. Zuerst mal. So 3-4 Minuten auf meiner Maschine dauert das. Wir nehmen sie Handmixer, dann dauert das ein bisschen länger. So, die Eier mit dem Zucker habe ich ganz schön so weiß geschlagen. Das gleich zeige ich Ihnen auch. Habe ich vergessen. So, ich sehe das alles aus jetzt. Jetzt kommt das Öl hier rein und die Milch. Und viel mische ich das alles. Nicht so kräftige Stufe, jetzt mache ich nicht so schnell. Ganz langsame Stufe. Alles umgerührt. Jetzt nehme ich das Mehl. Mehl habe ich durchgesiebt und den Backpulver hier rein gleich. So, vermische ich das ein bisschen so. Und jetzt mit einem Löffel
mache ich das hier rein. Immer langsam. Jetzt mache ich meine Maschine an, lasse ich laufen auf kleine Stufe. So, der Teig ist fertig. Jetzt hole ich das raus. Jetzt rühre ich das ein bisschen so um. An der Seite ist noch ein bisschen Mehl. So, so dick ist der Teig. Eine Form habe ich genommen und mit Backpapier schon ausgelegt. So, das ist 36, so. So mache ich ein bisschen nach unten. So, 36 und auf 24 habe ich meine Formen. Und das Backpapier ganz schön ausgelegt. Jetzt kommt da hier rein der Teig. So, wie gesagt, Backofen ist schon an, ihr wärmt sich auf 180 Grad. So, den Teig habe ich rausgenommen, zur Seite, und jetzt mache ich ein bisschen so in die Ecke, streiche das alles gerade auf, so. Das ist regelmäßig, muss man so ein bisschen. Überall in der Mitte ist ein bisschen mehr wie auf der Seite, deswegen muss ich noch ein bisschen so auseinanderziehen, den Teig. Das ist so ein leichter Kuchen, schneller im Backen. So. Jetzt kommen die Kirschen drauf. Ich mache das auch mit der Hand. Mit dem Löffel, das geht so lang. Und einfach rein so schmeißen. Reinschmeißen. Überall verteilen. So, verteile ich gleich die Kirsche. So, die Kirschen habe ich alle verteilt. Und jetzt kommen die Streusel drauf. So, ich mache immer, bis das so in der Hand klebt, so zusammen. Dann weiß ich, dass die Streusel sind fertig. Und ich mache immer so ein bisschen krümelig. Das wird ein schöner und leckerer Kuchen bei uns heute. Ich war lange Zeit nicht rausgekommen zu ihnen, nichts gemacht, ich war krank, deswegen heute habe ich gedacht, mir geht es schon ein bisschen besser, muss ich mal was machen. Meine Abonnierchen warten auf mich schon, aber ist alles wieder gut, kann man jetzt wieder ein bisschen arbeiten. Das ist schlecht, weil fein das dann brennt, das muss ich so ein bisschen aufachten. So. So, sieht das jetzt aus so. Jetzt stelle ich in den Backofen auf 180 Grad, so 35 bis 40 Minuten. Mein Kuchen ist fertig, der ist sehr heiß, ich habe gerade ihn rausgeholt. Jetzt gucken Sie, wie schön noch heiß. Seht ihr aus? Er war bei mir genau 40 Minuten in meinem Backofen auf 180 Grad. So 180 bis 190 habe ich schon gestellt. Und Sie müssen immer auch gucken nach Ihrem Backofen. Jetzt lasse ich so ein bisschen stehen, 10 Minuten, und nehme ihn raus.
auf diese Gitter lege ich das. So, ich habe ihn rausgeholt, aber er ist noch sehr, sehr heiß. Jetzt lasse ich so liegen, kann jetzt ganz schön abkühlen, dann schneide ich ihn an. Oh, das ist auch heiß, das war auch im Backofen, habe ich mein Finger ein bisschen verbrannt. So. So, mein Kuchen ist jetzt ganz schön abgekühlt und ich will ihn jetzt anschneiden und zeigen Ihnen, wie sieht er innen drin aus. Einfach, er ist ganz, ganz locker, weich. Schneide ich so ein Stück ab. Gleich hole ich raus. Gucken Sie, wie hoch ist er geworden. Sieht schön aus. Weich. Ganz, ganz schön. Hier kann ich Ihnen auch noch zeigen. Unten ist noch ein bisschen Backpapier, aber dann nehme ich das raus. So können Sie auch noch sehen. Sehen Sie. Das ist so ein schneller und leckerer Kuchen. Einfach. Kann man auch Äpfel nehmen oder kann man Mandarinen nehmen oder was wollen Sie. Ich habe heute Kirsche genommen. Das ist jetzt egal, was, welche Obst geht, nehmen Sie. Was haben Sie zu Hause, das kann man auch nehmen. Und ich wollte Ihnen sagen, guten Appetit, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit mir weiter auf meinem Kanal, hoffentlich. Ich habe jetzt mich ein bisschen erholt, kann ich wieder besser was machen. Das ist so schön. Und wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie mit mir weiter. Wenn hat es Ihnen gefallen, stellen Sie mir Daumen nach oben, bitte, bitte. Abonnieren Sie meinen Kanal, bitte, bitte. Und schreiben Sie mir Kommentare. Das ist immer so ein Stimul, wie sagt man, zum Arbeiten weiter. Wenn schreibt jemand mir was Schönes. Und sage ich mal, bis nächstes Mal auf meine Küche. Alles Gute. Tschüss.